Die Einstellung der Schaftkappe beim Stehenschießen ist eine wichtige Funktion eines modernen Matchgewehrs. Wann immer der Schütze zu wenig oder zu viel Druck in der Schulter spürt, wird er als erstes die Länge des Schaftes, die Stellung der Schaftkappe in der Laufrichtung verändern. Das heißt, wenn der Kontakt zu schwach ist, wird normalerweise die Schaftkappe geringfügig ausgefahren. Das geht bei diesem Gewehr hier besonders komfortabel. Man öffnet die Halteschraube, dreht an diesem wunderbaren Rädchen und bekommt dann eine genaue Verstellung, einen exakten Betrag geliefert. Wenn die Länge gefunden ist, wird die Arretierung mit den Fingern fixiert und schon steht die Backe bombenfest. Nochmal losdrehen, schrauben, auch millimeterweise festdrehen und die Länge ist verstellt. Die zweithäufigste Verstellung der Schaftkappe ist sicherlich die Höhenverstellung. Das heißt, wenn der Schütze mit seinem Nullpunkt geringfügig über oder unter dem Ziel steht, wird er versuchen, das durch die Stellung der Schaftkappe auszugleichen. Wenn ich mit der Schaftkappe runtergehe, sinkt auch die Mündung. Wenn ich mit der Schaftkappe höher gehe, steigt die Mündung. Das wird bei diesem Gewehr recht einfach und auch klar ersichtlich reguliert. Das heißt, ich finde hier in dem Träger zwei Schrauben. Die öffne ich. Ums, ums. Dann finde ich hier Teilstriche und kann dann Millimeter genau oder wenn es sein muss, auch Zentimeter weise die Höhe verändern. Ich finde hier Teilstriche, die erleichtern mir die Einordnung der Bewegung und ich habe hier eine flache Seite in dieser Stange, so dass ich mit Festziehen der Schrauben die Kappe immer wieder in die gleiche Drehung bringe. Das heißt, ich zeige es nochmal, wenn ich hier aufmache und würde die ein bisschen reindrehen, würde ich automatisch beim Festdrehen der Schraube den Winkel für die Flügel wieder erhalten, den ich vorher hatte. Wir finden zwei Schrauben, sicher ist sicher. Das heißt, ich kann recht einfach und stabil die Höhe ändern und ich kann das eigentlich mit sehr viel Genauigkeit tun und ich kann das vor allen Dingen im Anschlag tun. Also Höhenverstellung der gesamten Kappe, zwei Schrauben öffnen, rauf, runter, zwei Schrauben schließen, hält bombenfest. Normalerweise ist die Schaftkappe am besten befestigt, meiner Ansicht nach aus technischer Sicht, wenn sie genau hinter der Laufachse senkrecht hinter dem Gewehr steht. Trotzdem gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Ich zeige euch das, indem ich zunächst die Schaftkappe abmontiere. Und wir betrachten jetzt die Kappe bzw. das Gewehr von hinten und stellen uns die Frage, kann ich bei montierter Kappe die Auflageflächen nach links und rechts verschieben oder kann ich sie möglicherweise sogar verdrehen? Ihr ahnt die Antwort schon. Zu diesem Zweck löse ich die Halteschrauben hier. Nehme die eigentliche Kappe raus und ich finde jetzt hier zwei
Schrauben, die erlauben mir, wenn ich sie gelöst habe, den gesamten Mechanismus innerhalb gewisser Grenzen nach rechts oder nach links oder auch verdreht einzusetzen. Kann man machen, muss man nicht. Wir empfehlen eigentlich immer wieder einfach senkrecht, dann ist das Gefühl für den Anschlag und für den Schuss letztendlich am besten. So eine Option noch, wer besonders tief runter will mit der Kappe, kann diesen Träger auch drehen und erreicht dann zusätzliche Tiefen. Wir lassen sie, wo sie war. Die Wiedereinsetzung ist denkbar einfach. Ich schließe diese Schrauben und erhalte über die seitliche Flanke wieder die ursprüngliche Position meiner Kontaktflächen. Auch das Einsetzen ist eine reine Freude. Auch das Einsetzen, wieder Einsetzen dieses Schiebers ist eine reine Freude. Ich ziehe diese Schraube etwas weg und schon bin ich wieder in der Drehverstellung, die mir sehr genaue Einstellungen erlaubt. Und wenn ich die richtige Position gefunden habe, nutze ich wieder diese Schraube, um das Ganze festzuzurren. Eine weitere Möglichkeit der Einstellung betrifft die Drehung der gesamten Schaftkappe. Wer möchte, kann also von oben kommen. Das tun die Aufgelegtschützen gerne. Mancher kippt sie in diese Richtung. Ich persönlich bin der Auffassung, dass senkrecht gerade beim Stehenschießen die Lösung der Wahl ist. Trotzdem zeige ich euch hier, wie man bei diesem Modell die Schaftkappe drehen kann. Dazu sind diese beiden Schrauben zu öffnen. 1, 2. Und ich kann dann in einem gewissen ordentlichen Rahmen das ganze Teil kippen, so oder meine Wahl gerade. Die eigentliche Charakteristik oder Passform der Schaftkappe ergibt sich aus der Stellung dieser drei Elemente oder dieser drei Flügel. Die lassen sich dem Vorbild entsprechend einzeln verstellen. Das heißt, ich kann jeweils den Winkel der Kontaktfläche verändern und ich kann über die zweite Schraube hier die Höhe und die Drehung dieser Kontaktfläche variieren. Das gleiche gilt für die beiden anderen Elemente genauso. So dass ich im Prinzip eine unendliche Anzahl von Positionen erreichen kann oder wenn ich den idealen Kontakt der Schaftkappe zur Schießjacke suche, im Prinzip lebenslänglich basteln und probieren kann. Ich will euch die Grundideen kurz vortragen, die wir bei dieser Gelegenheit in Betracht ziehen. Der untere Haken ist sicherlich der wichtigste und den sollte man so tief wie möglich setzen.
damit unterhalb der Biegung hier kein Material stört. Würde die Stange also hier noch 3 cm rausragen, dann ergebe das in der Schulter, in der Jacke irgendeine unangenehme Druckstelle. Beim Winkel ist wahrscheinlich irgendetwas um diesen Dreh ganz vernünftig. Das spürt man anschließend an der Jacke und das ist auch ein Punkt, den der Trainer kritisch betrachten sollte. Die Abstände zwischen den drei Flügeln ergeben sich naturgemäß aus der Körpergröße des Schützen oder der Schützin. Es ist nicht unbedingt nötig, hier gewaltige Abstände zu erzeugen. Der obere Flügel sollte unserer Auffassung nach nicht fest gegen die Jacke drücken oder fest von oben auf die Schulter drücken. Wir sind eher der Ansicht, dass ein geringer Kontakt hier völlig ausreicht, um eventuelle seitliche Verlagerungen des Gewehrs im Anschlag zu verzögern. Wer hier hohen Druck erzeugt, kann man machen, wenn man wie mit einem Schraubstock von oben auf die Schulter fasst. Erhält zwar ein sicheres Gefühl, aber die kleinste Bewegung in der Schulter würde den Schuss sehr schnell verreißen oder ablenken. Wir gehen mal von der für uns normalen Grundstellung aus, die übrigens wieder in der Grundausrichtung durchaus auf Linie bleiben sollte. Das heißt, die Kontaktflächen sollten zunächst einmal senkrecht zur Laufachse eingestellt werden. Eine interessante Variante muss ich euch noch zeigen. Wenn ich den unteren Flügel wegnehme, den mittleren an der Seite parke und den unteren wieder anbaue, dann zentriere ich den Druck der Schaftkappe an der Schießjacke im Prinzip auf zwei Flächen nur. Damit wird der Druck größer und der Halt in der Regel deutlich besser. Das ist der wesentliche Kontakt. Hier kann die Jacke sich dann zwischen die beiden Flügel bewegen, hier irgendwo von oben und von unten nochmal drunter fassen. Das gibt normalerweise die schönsten und festesten Kontakte. So, wir bauen zurück. Das Ganze geht schnell, sicher, einfach. Eine bewährte Konstruktion, die also hunderte oder auch tausende Verstellungen aushält. Da kann man schnell mal zwischen zwei Schüssen die den Winkel hier verändern. Das bringt normalerweise deutliche Effekte an der Jacke. Vielleicht der Hinweis noch, ich empfehle euch dieses Werkzeug für Manipulation am Schaft insgesamt und auch an der Schaftkappe. Damit hat man nicht zu viel Kraft und zerstört die Schrauben nicht. Man hat drei verschiedene Größen und einen Schraubenzieher jederzeit und blitzschnell zur Verfügung. So kann also schnell, sicher und ja, materialschonend verstellt werden. Das ist die Schaftkappe, das ist die Grundeinstellung.